Herzlich willkommen zurück zu einem Let's Play Two Point Hospital. Wir sind immer hier bei und versuchen immer noch unsere 4 Sterne zu kriegen. Wir haben jetzt die Hälfte der Forschungspunkte. It's just one of those days. So, wir haben jetzt auf jeden Fall hier den zweiten Zirkus auch noch. But I hope it's a good one. Und so sollten wir jetzt eigentlich schnell genug die Räume hier abwickeln können. Ich stelle hier nochmal eine Bank vorne hin. So. Ist leider nicht geupdatet, der Raum. Aber ich hoffe, wenn die Clowns fertig sind, dass wir dann das erledigt haben. So, weil ich möchte ja gerne die Clowns auch erledigt haben, ja? Also hier diesen Notfall. Und das nicht immer, dass das in Hose geht. Verdient 400.000 noch 161.000. Ja, das sollte eigentlich auch nicht so das große Problem sein. Boing, der ist immer auf die Fresse geflogen. So muss das sein, mein Freund. Geh mal in dein Zelt. Das ist eigentlich auch eine asoziale Therapie, ne? Normalerweise sollte die ganzen Therapieräume ja hier mit rein. Das werden wir dann beim nächsten Mal machen, würde ich sagen. Suchen wir mal die zwei Clown-Stationen hier noch mit reinzukriegen. Wenn das nämlich klappt, dann haben wir die Therapieräume auch alle da auf einer Seite. So, haben wir auch geschafft. Ein einziger Film, ne? Ja, den können wir noch abarbeiten. Da kommt jetzt der zweite. Das hier ist nämlich schon Stufe 3, ne? Und das hier ist die ganze Zeit Stufe 1. Und dann werden wir jetzt gleich da die Updates drauf schicken auf den. Ich schätze Zeit für Upgrade 37 Tage. Zu dem Upgrade 2 verbessert die Trostlosigkeit plus 25% Behandlungsvermögen. Erfordert der Hausmeister mit der Ausbildung und Mechaniker nicht mehr updaten. So, zack, fertig. So, dann haben wir da jetzt schon mal einen Mechaniker gerufen und wir haben 7 von 7 Gehalt. Sehr schön. Eigentlich hier auch mal einen Großauftrag erledigt nach langer Zeit. Die ganzen Therapiesitzungen sehen eigentlich auch ziemlich gut aus. Hier oben ist wirklich der Bär los, ne? In dieser Ecke. Auszeichnung der lehrlichen Ansehen. Heute geht es darum, wer ist der Beste? Aufsteigender Stern, Arbeitgeber des Jahres, bester Lehrkrankenhaus, Patientenpreis, Krankenhaus mit bester Forschung und Krankenhaus des Jahres. Wie letztes Jahr, Krankenhaus mit höchster Prestige haben wir leider nicht geschafft und keine Todesfälle haben wir auch wieder nicht geschafft. großartig, der Vergleich mit unseren Online-Rivalen scheint unserem Krankenhaus mit Punktezahl von 3.133.000 in der Kategorie Wertes Krankenhaus am besten ab. Okay. Ich bin besser wie ihr. Es ist ja, sorry, wenn ich das jetzt so sage, aber ich finde das ziemliche Schwanzverlängerung, diese Vergleiche, aber gut. Zeitbegrenzung 90 Tage, Belohnung plus 40% Zufriedenheit, bla bla. Okay, dankeschön. So, dann können wir jetzt ja mal gucken hier. Eine Therapie, okay, Dialogie, hätten wir gerne 3 Teilnehmer, weil wir auch noch gar keine Diagnose Stufe 2 haben. Ja, dann hätten wir die auf jeden Fall gerne. Weil, wieso nicht? Unsere Ärzte werden dadurch ja nur besser. Und nicht schlechter. So, dann haben wir nämlich jetzt hier gleich das Röntgengerät eigentlich auch fertig. Und ich werde jetzt mal probieren, diesen... Kann ich das trotzdem bearbeiten, wenn der da am Arbeiten ist? Oh ja, können wir trotzdem... Ja, da kriegen wir leider nur einen hin. Aber ganz ehrlich, egal. Wir müssen das auf jeden Fall ein bisschen wegkriegen. 1, 2, das wäre auch nur ein 2er. So. Können wir hier nachher das Röntgengerät nämlich hinsetzen, wenn er fertig ist mit der Forschung. Oh, ist schon fertig. Abgeschlossen, sehr schön, befördern. So, dann gucken wir hier nochmal ran. Upgrade, Megascanner. Upgrade für Röntgenscanner, Weiterbildung, Forschung.
Dann nehmen wir mal den Megascanner, würde ich sagen, ne? Megascanner. So, dann würde ich mal sagen, hauen wir hier das Röntgengerät mal rein. Der ist echt teuer. 31.000 ist nicht zu verachten. Ach du. Okay. Nee, der Raum ist überhaupt nicht groß, ne? Braucht überhaupt nicht viel Platz. Ja gut, aber was soll's, ne? So, dann haben wir ein Röntgengerät auch schon mal. Viele Patienten stehen Arzt, solange es sind aber viele verfügbar, überlegen, zusätzliche Ärzte einzustellen. Ich verstehe nicht, warum ich noch zusätzliche Ärzte einstellen soll, mein Freund. Wir haben hier nirgendwo großartig Warteschlangen. Oh, doch hier. Da fehlt uns zum Beispiel auch wieder was für die Erleuchtung. Ja, aber gut, wie viele Patienten, wie viele Ärzte sind gerade im Dienst? Drei. Drei sind da. Nö, ich stelle keinen ein. Nein, auf gar keinen Fall, weil ihr könnt jetzt auch einfach mal warten. Ich glaube nicht, dass es uns irgendwas benötigt, ne? Muss man gerade gucken, was brauchen wir? Arzt benötigt, okay. Mal gucken, ob wir dafür nicht auch eine Fortbildung brauchen, oder? Ich finde hier, mein Aufenthaltsraum könnte ein bisschen größer werden, oder? Jetzt ist ein bisschen der Bär los. Aber gut. Ja, ist dann halt so, ne? Also könnte man das ja auch nochmal alles dafür nutzen. Aber gut. Hier brauchen wir auf gar keinen Fall, auch wenn hier gleich zwei auf den Schlag kommen, aber. So viel ist jetzt hier auch noch nicht los. Okay, Upgrade ist installiert worden. Brauchen wir hier gleich noch den dritten auch nochmal rein. So, dann haben wir gleich die Diagnose fertig und dann würde ich sagen, machen wir nochmal Therapiesitzung. Oder? Oh, muss ich gleich mal gucken hier. Befördern. Na klar, befördern wir dich. Ich mag das, wenn die ja ankommen und sich befördern wollen, weil durch die Beförderung, Leute, können wir die Leute dann wieder zu Lehrgängen setzen. It's the news on 2. Radio. Ich verstehe zum Beispiel nicht, warum wir jetzt hier für den zweiten keinen haben. Entweder der sitzt jetzt hier mit drin, aber das werden wir jetzt gleich mal sehen. Sollen wir gerade einen trinken? Vielleicht die Lehrgang beendet sein. So. Also eigentlich sollte der Lehrgang jetzt beendet sein, aber trotzdem fehlt uns immer noch einer. Also ich verstehe das manchmal einfach nicht. Personal. Und doch hier unsere zwei. Achso, die zwei machen jetzt auch das Röntgen. Nö, 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 nö. Ihr zwei seid nur für die Forschung zuständig, mein Freund. Ja, also so geht das hier nicht weiter. Diagnose. Für die Therapie kriegen wir keine Kundenbetreuung. Verleiht verbesserte Aufnahme und verkauft. Ein einziger, Alter. Weiterbildung. Warten wir mal gerade einen Augenblick. Meistens muss man nur einen kleinen Augenblick warten und dann kriegt man gleich hier eine ganze Ecke mehr. Aber hier geht wirklich schon jemand hin, ne? Mega gut, dass hier das Röntgengerät auch jetzt gleich genutzt wird. Also finde ich mega. Man hat es erforscht und es wird auch gleich irgendwo benutzt. Finde ich mega. Ja, wir haben schon 70% erledigt. Technik, die begeistert. So, Diagnose, Technik, Apotheke. Eigentlich brauchen wir hier diese. Ja, ich lasse es einfach mal in Ruhe.
Ich glaube, wir müssen jetzt auch erstmal zusehen, dass wir hier unsere ganzen Patienten wieder abarbeiten. Hier haben wir zurzeit keinen. Für die Diagnose haben wir da zwei. Hier drin arbeitet gar keiner. Oder jetzt vielleicht. Ja, dann gehen da jetzt auch wieder welche rein. Das finde ich sehr schön. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass wir angeblich hier... Hier kommen nicht viele Patienten rein, ne? Zwei. Da haben wir auch nur zwei. Dreie, Viere. Also die Diagnose dauert schon etwas, ne? So, dann gehen wir dem mal noch eine Diagnose. Dann, Diagnose ist, glaube ich, allgemein sehr gut. Bins will become full. Kann man den schon updaten? Nein. Also ist es dann wirklich alles, was ich jetzt da hier erforsche, kommen dann neue Sachen? Oder ich muss halt die alten Sachen weiterhin erforschen. Aber umso mehr Diagnosegeräte man einfach hat, umso einfacher ist es, die Diagnose zu stellen, welche Krankheit er natürlich hat. Ist ja logisch, ne? Wer soll ich wissen, wenn ich kein Röntgengerät habe, ob jemand den Arm gebrochen hat oder nicht? Ja, beweg mal, Macker. Das ist wohl ein bisschen... wie soll ich das sagen? Ein bisschen falsch, oder? Diese Darstellung. Wenn ich ganz ehrlich bin, würde ich eher die Anmeldung hier machen. Und hier müsste man dann hier diese 6 Räume, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dann hier in der Mitte die ganzen Dinger, das wäre auch das, komm, wir probieren das jetzt einfach mal, ja? Kommt, Leute, wir werden jetzt hier unseren kompletten Bereich verändern, okay? Ich habe jetzt so richtig die Schnauze voll, ich werde jetzt hier so richtig mal umändern alles. Gehen wir den Raum auch nochmal. Der Raum ist zwar ein bisschen größer, aber egal. Oh, das war falsch. Heizung überall drin. Na schön. Da wird wirklich nur noch die Diagnose gestellt, Leute. Also mehr nicht. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Und da werde ich dann gleich die ganzen Tische und Stühle drumherum stellen und dies und jenes. Noch mal gucken. So. Das da drüben, das werde ich jetzt einfach so ein bisschen ignorieren, Leute. Wir gehen jetzt bei, nehmen uns hier mal diese silbernen Bänke. Wir haben nämlich jetzt hier Platz ohne Ende. Und werden jetzt hier mal so ein bisschen... Das jetzt mal so ein bisschen so platzieren. Kann man die so dicht aneinander? Das ist so doof. So, lassen wir das mal gerade. Machen wir den dahin.
Ich weiß, wenn ich da so ein Ding mache, brauche ich vielleicht das hier nicht mehr. Ich stelle das trotzdem dahin. Da, 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 da. So. Da, 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 da. Sieht doch gut aus, oder? So. So. Das nennt man unseren neuen Aufenthaltsraum, würde ich mal sagen. Dafür brauchen wir natürlich ein Personalchen. Was ist das denn hier? So. Hier haben wir jetzt komplett aufgeräumt. Das lassen wir auch erstmal so. Mal gucken, ob wir da irgendwann später nochmal ein bisschen was anderes hinbauen. Aber wir können zum Beispiel das hier so ein bisschen ordentlich machen in dem Sinne, indem man das dann wirklich so wieder hinstellt. Aber in dem Sinne müssen die sich jetzt noch ein bisschen bewegen. Ja? Also wirklich bewegen. Und zwar komplett hier hinten hin. Da ist die Toilette, sie müssen dann halt rübergehen. Aber der Raum hier ist natürlich schon wirklich sehr schnieke. Ja, hier mit Telefon. Und da gehen sogar gleich die Leute ran. Vielleicht sollte ich ein bisschen mehr Telefone bauen. Kann das irgendwie sein? Maintenance announcement. Plants need water. I was invited to the home of one of my most ardent fans earlier this week. Also irgendwie sieht das für mich aus, wenn die Leute unbedingt Telefone brauchen. What a marvelous time it was. Mrs. Tickling put on a very generous spread indeed. Though I must say, Mr. Tickling, who you may know as the owner of Tickling's Butchers, was surprised to find me home when he arrived earlier than usual. There's nothing like being chased by a man with a cleaver to get the old ticker going. Also ich glaube, dass die Idee so allgemein gar nicht schlecht ist. Weil so wird sich das jetzt natürlich extrem verteilen, wo was hingeht. Entschuldigung. Also ich finde die Idee gar nicht so schlecht, alles hier zu haben. Und die Räume reichen auch, aber dann kann man eigentlich auch mal sehen, was haben wir hier noch alles am Patienten. Ja, also irgendwie kommt mir das vor, als wenn die Blume da nicht so schlau wäre. Stellen die mal hier hin, ja? Vielleicht können sie nämlich dann hier rangehen, weil da war nämlich bis jetzt noch keiner. Oh ja, yeah, ich bin der Dancer. Okay, was möchtest du denn? Apotheke. Herausforderung. Halt 4 Patienten mit dem schlechten Bauchgefühl. Behandlungsraum Apotheke. 2 im Krankenhaus. Zeitbegrenzung 90 Tage. Ja, haut raus. Apotheke ist hier... Picobello, ja? Hier, beide Stufe 2, beide super duper drauf. Das löppt. Hier sieht es auch ziemlich gut aus, wenn ich ganz ehrlich bin. Hier sind die ganzen Snacks-Automaten. Also wenn denen jetzt hier pissig ist oder langweilig ist oder geschweige irgendwas anderes, ja, dann muss ich euch ganz ehrlich sagen, dann weiß ich so langsam auch nicht mehr weiter, weil noch mehr Sachen kann ich, glaube ich, den Leuten auch gar nicht geben, oder? Also man könnte ihn jetzt wirklich hier noch einen Spielautomaten und sowas hinstellen. Okay. Okay, okay. Belohnung 8 Ruf. Okay, dankeschön. Was auch immer. Achso, der Chief kommt wieder. Der Chief of Chief. Ich sage damit wieder vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt hier bei Hospital. Two Point Hospital heißt es. Bis morgen. Tschüss.